Hallo, my thief Gold. Wir sind wieder in der nächsten Folge angekommen. Ich laufe direkt weiter. Immer noch selbe Aufnahmesession, selbe Mission, die zerfallene Kathedrale. Wir versuchen immer noch durch diese Katakomben hier oder durch die Katakomben, sei schon, durch die Ruinen zu kommen. Oh, boah, ich bin schon fast runtergefallen. Ja, es ist doch schrecklich, dieses Spiel hier, ey. Man fällt doch nur noch runter, egal wo man ist. So, wir haben uns Papyrus oder die Papyrus-Rolle schon geholt. Tüdelüt. Ich bin mal neugierig. Bringt das was, wenn ich auf das andere Dach springe? So nicht. So nicht, lieber Garrett. So auch nicht. Was mache ich denn da? Denk doch mal nach, Headless. Meine Herren. Naja. Widerspruch in sich, ne? Bringt das überhaupt was hier? Jo, das bringt was. So. Ja, ich will da hoch. Geht sogar. Ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus, ne? Ne. Nee. Dann bleiben wir doch oben auf der, auf dem Dach. So. In der Richtung ist dort was. Nein, sieht nicht so aus. Ich könnte da hinten nochmal drauf springen. Muss ich wahrscheinlich sogar. Nein, nicht da runterfallen. Boah. Weiß gar nicht, ob ich da runter möchte. Oh, schick! Ladies and Gentlemen, der Levelrand. Speichern. Okay, anscheinend. Ich häng fest. Oh. Lass mich, ich häng fest. Nein! Verdammt! Okay. Kann mich hier irgendwie hinglitschen? Das Gute ist, weiß ich noch nicht. Glitscht die Wand an. Komme ich jetzt hier raus? Antivi, du hast kein Internet, du kannst nicht updaten. Wie offen noch? So, durch hier. Ah, Garrett. Geh weg vom Levelrand. Da willst du nicht hin. Auch wenn es da dunkel ist und Nacht und... Ah, wir haben es geschafft. Oh. Ich hatte gerade irgendwie voll Schiss, dass ich da runterfalle, weil ich habe da ja auch in der Kante eben gespeichert. Ich wusste nämlich nicht, ob der Speicherpunkt jetzt auch kaputt ist. Zap. Da haben wir's. Und hüpp. Danke. Aha. Okay. Schauen wir uns später an. Was ist das für eine Leiter? Kling, kling. Hier ist nichts. Nada. Hier sind wir wieder unten, ne? Ja. Ja. Hier gibt es also eine zweite Leiter nach oben. Das ist sehr gut. Was ist das für ein Stunt? Ist hier was? Ja, hier ist nix. Okay.
Gluck. Ach, Leute. Ihr seid doch bekloppt. Danke. Und ein weiteres Pfeilchen. Waffen wegstecken. Hüpp. Nochmal. Ach, nochmal. Das war schon ganz smooth gerade. Wir haben 72 Breitkopfpfeile, bitte was? Wie kommen denn dann so viel davon? So, und ein Wasserpfeil. 13 Stück jetzt an der Zahl. Items wegschalten. Oh. Okay, das ging gut. Flatsch. Und damit sind wir unten angekommen. Das ist wahrscheinlich nur die Tür hier rein, ne? Wofür auch immer der Schlüssel gut ist. Wir werden es vielleicht noch herausfinden. Oh, eine Doppeltür. Also eine doppelt geschlossene Tür. Eine dreifach, Mann. Na, kommst du? Jawohl, dankeschön. Damit sind wir wieder unten, ne? Oder auch. Ja. Ich weiß gar nicht, war ich hier fertig? Ich glaube wohl, ne? Und die Frage ist, wenn ja, wo geht es denn bitte weiter? Da komme ich ja her. Na, Mann. Hier war ich auch schon. Das ist das Ding mit der Leiter. Hier wollte ich nicht runterjumpen, letzte Mal. Hier kam ich aber auch nicht weiter. Beziehungsweise hier war ich dann auch schon. Ist alles sehr, sehr, sehr verwinkelt hier. Ja, toll. Da sind wieder die netten Freunde. Und das Wasser. Aber da will ich ja gar nicht durch. Also da bin ich ja schon durch. Schauen wir uns noch mal kurz um. Also da werden wir nicht glücklich, würde ich mal behaupten. Wir müssen also woanders lang. Wer baut denn bitte so eine Stadt? Hallo? Wir waren da, da und da. In den Bereichen waren wir schon, ne? So, und hier ist wieder der ganze Bereich mit den Dächern. Genau, da ist das mit der Leiter. Komme ich nicht hoch, ne? Könnte es mit einem Seilfall versuchen, aber ich glaube, da oben war ich sogar schon. Ach nee, Seilfall ist ja hier. Oder auch nicht. Ein Lufttrank. Das ist sehr gut. Danke. So viel Shooter war ich doch schon. Mehr ist hier aber nicht. So, haben wir den auch damit. Das ist nichts, nehme ich mal an.
Nee. Hier war der komische Barrack. Da liegt auch wieder einer erschlagen. Bleib so liegen. Warte mal, ich glaube, hier war ich noch nicht, oder? Das sieht etwas unbekannt aus hier für mich. Da ist sogar eine Tür. Ah, knacken können wir so. Nächster Dietrich. Wie praktisch, dass sich in 50 Jahren die Schlössertypen gar nicht getauscht haben. Kann ich dich nicht einsammeln? Geht er jetzt hoch, oder? Warum kann ich die denn nicht einsammeln? Was soll das denn? Na doch nicht. Ein Seilfall. Eine Mine. Ein Bett. Noch ein Lärmpfeil, eine Blitzbombe. Ich würde gerne diese Mine dort mitnehmen. Warum geht das nicht? Na gut, dann nicht. Ich möchte aber mal was testen. Ein Breitkopfpfeil, gefeuert auf die Mine. Tatsache zündet die Mine. Ja, Breitkopfpfeile haben wir ja genug. Den kann ich gerne dafür verschwendet lassen. Okay, hier geht's auch rum. Hier ist nichts, nur ein Riesenhaufen Erde. Ich wollte gerade Scheiße sagen, aber nein, ich meinte Erde. Dann habe ich es doch gesagt. Komisch aus hier. Lass mich raten, dafür jetzt der? Nein. Dann doch knacken. Knie, knack, knacki, 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 knack. Oh, hallo. Sieht irgendwie so aus, als ob ich hier nicht willkommen bin. Ich kann nicht an den Säulen vorbei. Aha. Ich erkenne keine Falltüren. Was ist das da? Feuerpfeile, 3 Stück. Ein Lufttrank. Warum ist hier ein lächerlicher Lufttrank in so einem... Aha. Bricht der Boden jetzt weg oder irgendwie sowas? Nö, auch nicht. Hä? Naja, okay. Muss man nicht unbedingt verstehen. Ich hätte erwartet, wir finden darin das erste, hier diesen
Den Schlangenreif hätte ich jetzt gedacht, aber nein. Doch wohl nicht. Ich bin ein wenig überfragt, wo wir denn hin müssen. War ja nicht immer noch ein Zombie, den wir gar nicht umgebracht haben? Da war der Barrack. Das ist doch verflucht. Wo müssen wir denn lang? Ist doch verhext. Müssen wir doch hier oben noch irgendwo hin? Da geht's nirgends so weiter. Wir müssen wohl dahin. Ich meine jetzt die erhöhte Position nutzen, um irgendwelche Mauern rumzukommen, ist ja auch gar nicht mal so verkehrt. Ich bin auf der Mauer anscheinend, ne? Auf der Mauer, auf der Lauer, steht ein kleiner Garrett. Wie der Garrett klettern kann. Etwas ungünstig, dass man hier oben über die Seitenwände der Karte gucken kann. Ich hänge so ganz, ja, ganz knapp neben der Mauer, wollte ich sagen. Verdammt, wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Ah, toll. Gluck, gluck, gluck. Gluck. Und das wieder abwählen. Zack, schnell hier lang. Das ist immer so ein bisschen nervig, wenn man da neu laden muss in so einer Stille. Aber gut, da war ich ja auch wieder mal selber schuld, würde ich mal sagen. Waren das jetzt hier, ne? Jo. Zack. Hebt's wie ab nach oben. So, und hier oben speichere ich nochmal. So, so, müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo hier hinspringen müssen. Eventuell dahinter. Aber da war ich, ne? Jo, in dem Bereich war ich. Das ist kein Problem. Was ist denn mit diesem Bereich hier hinten? Oh. Gut, das hat mich zwar verletzt, aber ich kann zumindest mal eben schauen, ob ich hier schon mal... ist das vielleicht sogar ein Bereich, aus dem ich nie wiederkomme? Tatsache, wenn man hier hinterfällt, kommt man nicht wieder raus. Boah, wie fies. Wie fies. Hier ist nix. Mann, Mann, Mann. Ja. Wir nähern uns jetzt auch langsam dem Folgenende. Ich würde also sagen, also, ein bisschen haben wir noch so, eine Minute. Ich guck mal bis zur nächsten Folge, wo wir lang gehen müssen. Und dann können wir pünktlich weitermachen, oder pünktlich sei schon. Passend dort, wo wir auch entlang müssen. Oder war das hier unten doch noch irgendwo, dass wir hier noch irgendwo rein müssen? Hier in diesen Tunneln von den Biestern. Wäre ja auch nicht gerade so unlogisch, ne, dass man da durchlaufen muss, was die, wo die gebuddelt haben. Ja, da hoch, ne? Ach ja, wie wär's mal mit dem Seilpfeil, du Spezi.
Und damit sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Wenn ich, wenn wir uns diese Ecke hier hinten mal anschauen. Denn wir haben anscheinend gerade den Weg gefunden. Ja, und damit sage ich, bis zum nächsten Mal. Nicht in den Kopf verlieren. Und ich höre schon, wie der nächste anschlurft. Der ist ganz, der ist mehrere. Oh, hier muss, die ist wahrscheinlich diese komische Tür, ne? Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Nicht in den Kopf verlieren. Ciao.